Das war das Vorhergehende. Die politische Debatte in Hamburg ist durch die Stellungnahme der drei älteren Herren sicherlich bereichert worden. Trotzdem ist es nicht, Sie sind nicht der Wächterrat der Wissenschaftspolitik und Sie sind auch nicht die Weisen, denen man nicht widersprechen darf. Und ich möchte Ihnen mal vorlesen, was die drei Herren umtreibt. Im Hamburger Abendblatt ist folgender Satz. Ich zitiere: Den drei Politikern geht es zunächst nicht um mehr Geld für den Wissenschaftsbereich. Erforderlich sei erst einmal eine klare Prioritätensetzung und ein zielorientiertes Konzept, vor allem aber Führung. Nun frage ich mich, was ist das für ein Begriff im Zusammenhang mit Wissenschaft und Bildung? Führung. Wir haben gerade die Novelle des Hochschulgesetzes vor der Nase. Das haben wir deshalb vor der Nase, weil es ein Urteil gab vom Bundesverfassungsgericht, dass das derzeitige Hochschulgesetz Hamburgs nicht verfassungskonform ist. Und angemahnt wurde Demokratisierung. Und die sprechen von Führung. Was ist das für eine Denke? Aber das wird ja noch schlimmer. Man würde ja, wenn man den Satz alleine liest, dann würde man ja denken, dass Herr Peiner, Herr Mayer und Herr von Donani daran denken, dass die Hochschulpräsidenten oder die akademischen Senate oder die Fachschulräte mehr Führung haben sollte. Nein, die Lösung ist eine andere. Im nächsten Satz heißt es, und dieses müsse Olaf Scholz übernehmen. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht los. Dieses Verständnis von Wissenschaft und Bildung, das finde ich, da sieht man vielleicht auch ein bisschen das Alter. Ich möchte mal ein bisschen was sagen. Ich darf das sagen, ich werde bald 65, also kein Problem. Ich möchte mal sagen, wie das tatsächlich aussieht. Hier sind ja viele Zahlen genannt worden. Aber wenn wir uns die Vorlesungsverzeichnisse angucken, von der Uni und von den Hochschulen, es gibt kaum einen Studiengang ohne einen Numerus Clausus. Also der Zugang ist auch schon da wieder durchaus selektiert. Viele Bachelor-Absolventen, und das Thema hatten wir ja auch schon häufig, kriegen keinen Masterplatz. Wir haben ein Hin- und Hergereise in der gesamten Republik, damit die, die einen Bachelor haben, auch einen Masterplatz bekommen. Damit hängt natürlich auch zusammen, dass wir viel zu wenig Wohnraum für Studierende haben. Und wenn denn die Morgenpost in ihrer Umfrage sagt, die Gründe für Hamburgs Probleme liegen darin, dass die hohen Mieten Künstler und junge Leute abschrecken, dann ist das zwar die eine Teil der Wahrheit, aber wir haben insgesamt ein Problem mit viel zu hohen Mieten. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wir müssen die ganze Stadt im Auge haben und nicht nur die Eliten. Das müssen wir uns wirklich überlegen. Die Studienbedingungen sind unzureichend. Wir haben überfüllte Seminare, wir haben eine Verschulung, wir haben viel zu viele Prüfungen. Die Studierenden kommen überhaupt nicht mehr zu Verstand. Und ganz ehrlich, alle die schon mal ein Haus gebaut haben, die fangen ja nicht beim Dach an. Und deshalb sind wir nach wie vor dafür, dass die Grundlagen für die Studiengänge, die müssen gelegt sein, ordentliches Studieren muss möglich sein und dann kann man über Elite reden, aber bitte erst dann.